ein Video, das ist vom 1.4.22. Deswegen kenne ich das nicht. Deswegen kenne ich es nicht. Ihr habt mir ganz aufgeregt, bekam ich einige Nachrichten ins Postfach und sagt: Robert, was hast du dazu schon gesehen? Wir gucken es uns jetzt an. Lest diesen Titel. Alles, was wir über Megalodon wussten, stimmt nicht. Das ist meine Ansage. Also alles, was wir über den Megalodon wussten, stimmt nicht. Jetzt bin ich gespannt, was Sonnenseite herausgefunden hat. Das interessiert mich. Wir gehen rein ins Video. Ich bin gespannt. Alles, was wir über den Megalodon wussten, stimmt nicht. Und ihr wisst, jetzt wird's schön. Lehnt euch zurück, atmet tief durch. Ein Video über den Don. Es gibt keinen, doch nur, es gibt nur einen, der geiler ist als der Don. Der hat aber, wieso hat er keinen Namen? Wir brauchen mal einen Namen für Orkinus Orca, für Orcas. Wir brauchen so, der Don ist natürlich der Don. Wir brauchen mal einen Menschennamen für Orcas, nicht Steve. Überlegt euch mal was. Fände ich, glaube ich, ganz geil. Das, der Don und der Ron und Don. Es gibt keinen, der geiler ist als Don. Nur einer. Und das ist Klaus, der Orca. Das Wasser unter deinem Fischerkahn brodelt, als käme etwas aus dem Wasser. Es kommt immer näher. Das Wasser scheint zu kochen. Plötzlich siehst du gigantische Kiefer und blitzende Zähne. Blitze schießen aus den Zähnen vom Megalodon. Wurde rausgefunden, oder was? Sekunden später springt ein mächtiger Hai aus dem Wasser und zermalmt dein Boot mit einem Biss. Das war Megalodon, der größte Fisch, der je auf der Erde gelebt. Wir stellten uns Megalodon lange Zeit als eine größere Version des weißen Hais vor. Doch naja. Wissenschaftler sind sich über seine Erscheinung uneins. Aha, wieso? Offensichtlich war unser Bild des riesigen Urzeithais falsch. Der hatte nämlich Federn und war rosa und hatte so einen riesen Amboss auf dem Rücken, oder was? Bei der Größe sind die Forscher sich sicher. Er war etwa 15. Na, das ist ja nicht so schwer. Megalodon-Zahn, ne? Wisst ihr alle? Okay. Ja, 15 Meter Länge gehen wir mit, aber okay. Meter lang. Das ist so groß wie ein Schulbus oder vergleichbar mit einem U-Bahn-Waggon und entspricht 8,5 Durchschnittsmenschen übereinander. Vergleichen wir ihn mit dem modernen Hai, ist der Megalodon dreimal so groß, grob geschätzt. Wir haben kein Voll. Kommt auf den Hai an, ne? Nicht so, wenn du jetzt einen Walhai nimmst mit 14 Metern oder 13,6 Metern und einen Riesenhai mit 10 Metern, dann, ne? Aber okay. Ständiges Skelett eines Megalodon. Skelett eines Megalodon. Ich flippe gleich aus. Ein Megalodon hatte kein Skelett, Alter. Es ist ein Knorpelfisch. Knorpelfische haben keine Skelette. Abbruch. Spaß. Wir gucken weiter. Jeep, Wrangler, Rubicon. Der Grund ist, dass er keine Knochen, sondern nur Knorpel hatte. Nach 3,6 Millionen Jahren bleibt da nicht viel übrig. Außer, ich... Irgendwann werde ich einen Zahn finden. Es muss passieren. Alles, was überlebt hat, sind Zähne und ein paar... Ah, das sind Megalodon-Forscher hier alles. Das ist natürlich... So sehen die aus. Ich habe mich immer gefragt, wie Megalodon-Experten aussehen. Wirbelkörper. Dinosaurier hingegen sind schon vor etwa 6... Oh, hier. Doppelzahn. Das ist schon... ...und 60 Millionen Jahren ausgestorben. Doch ihre soliden Knochen sind noch wunderbar erhalten. Wir haben mehrere Skelette als Anschauungsmaterial. Wissenschaftler haben die Größe des Megalodon aufgrund seiner Zähne und Kiefer kalkuliert. Das ist ein Zahn. Er ist etwa 18 cm lang. Boah, Alter, ein 18 cm Megalodon-Zahn. So oft. Das ist ein Merkt ihr, ich gebe mich mit den kleinen Sachen zufrieden. Das, mein Traumgegenstand ist gerade mal 18 cm groß. Lasst Fritz dieses Video nicht gucken. Größer als deine Handfläche. Und dreimal so groß wie ein Zahn eines modernen Hais. Ja. Der Kiefer eines Megalodon war 2 Meter breit und enthielt 5 Reihen scharfer Zähne. Das, ja, aber das wissen wir doch alles. Das ist doch jetzt keine Neuigkeit. Insgesamt 276 rasiermesserscharfe Hauer. Ansonsten ist die Wirbelsäule erhalten geblieben. Es ist keine Wirbelsäule. Besteht aus 150 Wirbelkörpern. Jeder ist 15 cm breit. Sie enthalten so viel Kalzium, weil Megalodon so gerne kalte Frischmilch trank. Nein, Quatsch. Weil die Wirbel der enormen... Haie trinken keine Milch. So viel kann ich euch sagen. Auch wenn es den Toyo de Leche gibt, den Hai, der an der Zitze seiner Mutter hängt, den Milchhai. Das bedeutet im Spanischen ein Babyhai. Ja? Toyo de Leche, der Milchhai. Sieht dieser weiße Hai blöd aus oder dieser Megalodon? Also wenn er jetzt so ausgesehen hat, dann bin ich kein Fan mehr von Megalodon. Er sieht ja aus wie eine Kaulquappe, Alter. Masse des Riesenhais standhalten mussten. Auf Grundlage der Fossilien erstellten Forscher ein Modell und berechneten die... Mach mir jetzt nicht den Don madig, Alter. Ich flippe aus. Kommt mir nicht hier
Ich habe mein Leben lang Dinosaurierbücher mir angeschaut und die sehen aus wie geile, brutale, braune Raptoren-Echsen. Aber jetzt kommt ihr mir hier mit so einer Scheiße, dass die Dinosaurier Federn hatten. Das macht mich trotzdem fertig. Sie sahen nicht aus wie Zebras, Zebrafinken. Mach mir jetzt nicht den Don hier madig, Alter. Der Don sieht aus wie der Don. Und er wird immer der Don sein für uns alle. Ungefähren Ausmaße des Megalodon. Größer wird er wohl nicht gewesen sein. Das nee. Problem ist die Atmung. Je größer ein Fisch ist, desto mehr Sauerstoff braucht er. Das wie... Ja, aber nicht im Verhältnis. Unbedeutet, er braucht größere Kiemen. Dieses Organ filtert das Wasser und nimmt Sauerstoff auf. Wäre Megalodon größer gewesen, hätte ihm die Luft nicht gereicht. Daher geht man davon aus... Naja, der atmet keine Luft, der atmet schon Sauerstoff. ...dass 15 Meter das Maximum... Sandbankhai, Aquarium. ...waren. Im Schnitt waren sie... Aha, okay. Ja, dass dieses begrenzte Größenwachstum aufgrund des Sauerstoffs, das macht Sinn, ist wie bei den Insekten, erhöhter Sauerstoffgehalt, damals zu Dinosaurierzeiten, deswegen größere Insekten, heute weniger Sauerstoff, deswegen kleinere Insekten, wegen Buchlungen und so, das kennen wir alles. Aha, das, der Don konnte also nicht größer werden. Und etwas kleiner. Puh, unterhalten wir uns nun über das Gewicht. Ein Megalodon wog durchschnittlich 30 bis 35 Tonnen. Zum Vergleich, ein weißer Hai wiegt eine Tonne. Naja, es gibt auch weiße Haie, die über 2000 Kilo schwer werden. Wir wollen hier mal nicht untertreiben, denn auch weiße Haie können echte Fettis sein. Googelt mal Deep Blue. Heißt sie Deep Blue, der fetteste weiße Hai aller Zeiten? Das ist 30 mal weniger. Selbst ein Schulbus ist mit seinen 7,5 Tonnen viermal leichter. Das Gewicht des Megalodon ließe sich mit einer leeren Boeing 737 vergleichen. Ja, aber das war doch eine Boeing 747. Ich will ja nicht hier Korinthen kacken. Ließe sich mit einer leeren Boeing 737... Das ist leider eine Boeing 747, Freunde. Ich bin früher Flugzeugexperte gewesen. Quatsch, aber ich habe früher die Zeitschrift... Hieß die Air? Über Flugzeuge immer gekauft als Kind. Wo auch der AH-64C Apache drin ist, der Kampfhubschrauber, als den ich mich ja identifiziere. Sieben vergleichen. Der moderne Blauwal schlägt Megalodon. Als ob das ein Blauwal ist, das ist doch ein Buckelwal, das sieht doch jedes Kind. Verdammte Scheiße, was ist das schon wieder für ein Video? Allerdings sowohl in Größe als auch beim Gewicht. 30 Meter gegen 15 Meter. Fast doppelt so lang. Blauwale wiegen um die 180 Tonnen. Das entspricht 6 Megalodons oder 6 Passagiermaschinen oder 33 ausgewachsenen Elefanten. Diese Vergleiche sind doch toll, oder? Und wie sah der Megalodon nun aus? Wissenschaftler zweifeln, dass er wie ein weißer Hai aussah. Meine Community und ich, wir zweifeln nicht. Megalodon gehört zu einer anderen Fischfamilie und sah vermutlich eher wie ein riesiger Sandtiger. Nein! Nein! Oh nein, das sah doch nicht wie ein Sandtiger aus. Das kann doch gar nicht sein, so ein Quatsch. Sandtiger sind die hässlichsten Haie. Oh nee. Ich hab gesagt, mach mir nicht den Don madig, Alter. Aus. Flache Nase, kleine Augen, die dorsale Flosse nach hinten versetzt. Der Sandtigerhai hat 2 gleich große dorsale Flossen. Nein, Susanna, guck mal, der Don sieht aus wie eine Babyspielkatze. Das ist doch totaler Schwachsinn. Hellbraun mit einem weißen Bauch. Oder Puls auf 84. Ja, hellbraun, weißer Bauch. Also ich glaube, ich spinne. Woher willst du das wissen? Das kann nicht sein. Wer hat das herausgefunden? Nummer her. Hatte er rotbraune Flecken wie ein Ja, Sandtiger. Genau, rotbraune Flecken und rosa Punkte, Alter. Haben wir Megalodon immer für etwas Grausiges gehalten. Ja. Während der Renaissance fand man Zähne. Angst und Schrecken hat er verbreitet und er war der gefährlichste. Stein. Zunächst hielt man diese Zähne für Zungen von Drachen oder Schlangen. So stellte man sich den Besitzer dieser Zähne damals vor. Eine riesige Schnauze mit einer gruseligen Nase. Ich hätte mir auch eingeschissen damals als Mensch, der so einen Zahn findet. Da denkst du an Smaug. Ein Haufen rasiermesserscharfer Zähne. Es gibt auch Hinweise, dass Megalodon ein brutaler Jäger und König der Nahrungskette war. Na sicher. Sein erstes Werkzeug im Zweikampf war ein niederschmetternder Stoß. Der Megalodon schwamm relativ langsam. Er erreichte nur etwa 18 Kilometer pro Stunde. Zum Vergleich, der weiße Hai bringt es bei der Jagd auf 50 Kilometer pro Stunde. Ja, ich würde, das ist wie bei Schiffen, Länge läuft. Also auch ein Don war sicherlich schneller als 18 km/h. Das ist ja wohl ein Witz, Alter. Was ist das hier für ein Video? Das ist doch nicht... Das haben doch nicht führende amerikanische Wissenschaftler gemacht. Der schnellste Mensch schafft im Wasser nur 10 Kilometer pro Stunde. Na dann viel Glück. Aber der Megalodon war unglaublich... Nicht, wenn man vor Mega-Piranha flieht. Der... Schwer. Obwohl er langsam war, hatte sein Stoß eine unheimliche Wucht. Der Megalodon überraschte seine Beute. Ah! Dr. Fisch.
Amphibryon, Parakanthurus hepatus. Hier noch geil, auch so ein Kakadu-Barsch mit reingeballert. Ich liebe es. Eigentlich, also ich möchte Robert nie wirklich sauer erleben, schreibt Anja. Richtig. Er hatte nur eine Chance, sie zu erwischen. Verfehlte er sie... Als ob der Megalodon so ein Kikifax gefressen hat, Alter. Der hat zum Frühstück erstmal ein paar Pottwale weggesnackt, Junge. Zu lange Mann. Für einen zweiten Angriff. Die Manövrierbarkeit des Megalodon wäre mit einem Lastwagen vergleichbar. Ja, mit einem sehr geilen Lastwagen. Doch wenn sein Stoß Erfolg hatte, war seine Beute außer Gefecht gesetzt. Genau so nämlich. Zielte der Megalodon auf die empfindlichen Stellen wie Flossen und Schwanz. Wissenschaftler entdeckten viele Überreste von Urzeitwalen mit Bissspuren. Besonders innerhalb dieser Pyramiden. Und Megalodon-Zähnen. Haha! Scheinbar wusste der Riesenhai ganz genau, wo sich die lebenswichtigen Organe seiner Beute befanden. Der Don war einer von der intelligenteren Sorte, IQ über 100. War die Beute erst zur Strecke gebracht, kamen auch die Zähne zum Einsatz. Verschiedenen Schätzungen zufolge hatte Megalodon eine Beißkraft von fast 11 Tonnen. Stell dir das Gewicht von 3 SUVs konzentriert auf die Spitze eines Zahns vor. Was sollen das für SUVs sein, Alter? G-Klasse 6x6 oder was? Das ist 9-mal so stark wie der Biss des größten weißen Hais und 6-mal stärker als der Biss des Rekordhalters der Neuzeit, des Salzwasserkrokodils. Ist echt, lieber Chat, geht mal rein und jetzt lieber Kommentatoren. Wer hat den krassesten Biss im Tierreich? Also von der Kraft her? Ist das echt das Salzwasserkrokodil? Das weiß ich gerade nicht. Leute, ich stehe auf dem Schlauch. Wer ist der krasseste Beißer? Ja, lebendig heute noch. T-Rex, ja, Guppi? Ja, Guppi, alles klar. Dann, Chat besteht aus Experten, Freunde. Der Guppi war's. Sieh dir die Karte an, wo überall Überreste von Megalodon Die Karte brauche ich! Da muss ich nämlich hin. Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Australien. Er beherrschte alle... Ja, aber hier zum Beispiel, da gibt's auch Megalodon-Szene. Meere und fühlte sich überall auf dem Planeten wohl. So. Aber hier, das wusste ich nicht. Das finde ich spannend. In Süßwassersedimenten wurden Überreste von ihm... Also, Eva sagt, laut Google weißer Hai mit 18.000 Newton-Quadratzentimeter. Also, der Chat ist sich uneinig. Naja, die Kommentare bei YouTube werden klären und uns und mir ganz genau erklären, wer der krasseste Beißer im Tierreich ist. Vielleicht müsste ich dazu sagen, der krasseste Beißer im Tierreich, das ist ja immer sehr verhältnismäßig. Wenn wir jetzt die Stämme des Tierreichs uns anschauen, vielleicht der krasseste Fischbeißer, der krasseste Säugetierbeißer, der krasseste Insektenbeißer, der krasseste Vogelbeißer und so weiter. Unten. Vielleicht jagte er sogar in Flüssen. Ja genau, der Don in Flüssen, Alter. Sagt der erst vor 3 Tagen las, ein Orca im Fluss. Andere Wissenschaftler hingegen behaupten, der Megalodon wäre gar kein Raubfisch gewesen. Das war genau in dieser Konversation. Das weiß ich noch. Da haben die gesagt, der Megalodon wäre gar kein Raubfisch gewesen. Und zwar aufgrund seiner Größe. Er konnte nicht schnell schwimmen. Nicht mal kurze Sprints, wie der weiße Hai sie einlegt, waren drin. Woher willst du das wissen? Die Beute floh, versuchte er nicht mal, ihr nachzustellen. Ein weiteres Problem ist das Skelett des Megalodon. Das Knorpelgewebe ist schwächer als Knochen. Also konnte... Ja, aber auch flexibler. Und er hat krasse Muskeln gehabt. Und die krassesten Zähne aller Zeiten. Also der hätte sogar einen schwimmenden T-Rex weggesnackt. Aber T-Rexe können nicht schwimmen, weil sie nur so kurze Arme haben. Die Muskulatur des Riesenhais nicht so mächtig und robust. Die Muskulatur des Riesenhais war nicht mächtig und robust? Sich verarschen? Das wäre wie wenn du sagst, Stefan Pütz hat keine Muskeln. Also das ist ja völliger Schwachsinn. Sein. Vielleicht war der Megalodon eher ein Aasfresser. Ja, genau, der hat ein Aas gefressen und hat den ganzen Tag gechillt mit seinen Freunden im Riff. Der hat Angst und Terror verbreitet, so wie sie es gehört von riesigen Hai. Der sich nie in einen Kampf stürzte. Das könnte ein Grund sein, warum er ausgestorben ist. Megalodon bevorzugte flaches, warmes Wasser mit Temperaturen um die... Das ist doch ein Bild von mir. Sieht exakt aus wie ein Bild von mir, wirklich. Gefotoshoppt. Copyright Infringement. 12 Grad Celsius. Doch vor über 3 Millionen Jahren wurde das Klima kälter. Der Megalodon büßte daraufhin viel Territorium und Nahrung ein. Die primitiven Wale, die seine bevorzugte Nahrung darstellten, verschwanden. Ja, die retten Wale primitiv, die retten unseren Planeten. Kennt ihr aus dem Walvideo, Freunde. Herrliche Buckelwale übrigens hier gerade. Wunderschön. Echt geil. Schnellere Raubfische schnappten sich die restlichen Leckerbissen. Der Megalodon verhungerte. Die Evolution brachte einen neuen Spieler aufs Feld. Now we're talking. In Zahnwal, Vorfahre der modernen Killerwale.
Ja, aber hier sehen wir einen richtigen modernen Killerwal. Sie lebt. Übrigens in Norwegen. Habt ihr daran erkannt, dass da so ein kleiner Hering runtergesegelt ist? In Norwegen fressen die Heringe zwischen November bis März. Falls ihr das wissen wolltet. In Gruppen und hatten größere Gehirne als der Megalodon. Mit der Zeit stellt. Deswegen ist er auch meine Nummer 1 und der Don eben nur die Nummer 2. Entschuldige, Don. Sie also ernste Konkurrenz da. Sie nutzten seine Trägheit aus. Eine Gruppe Killerwale konnte leicht gegen einen Riesenhai gewinnen. Viele wissen. Da kommt mir gerade der Gedanke, das müsste ich mal rausfinden. Ha, also Killerwale fressen ja weiße Haie, Makohaie und so weiter, das weiß ich. Aber haben Killerwale schon mal einen Riesenhai zerlegt? Gibt es irgendwo ein Video oder einen Fotobeweis oder irgendein Paper, wo drin steht, ob Orcas tatsächlich schon mal einen Riesenhai, also den Ketorinus maximus, gefressen haben? Weiß das jemand? Das würde mich jetzt mal interessieren tatsächlich, weil ich weiß tatsächlich nicht, ob sie schon mal einen Riesenhai zerlegt haben. Was ich mir aber vorstellen könnte, weil der hat natürlich eine Riesenleber, das wäre eine Wahnsinns-Einkommensquelle, hätte ich beinahe gesagt. Aber wäre eigentlich klug, als Orca einen Riesenhai zu zerstückeln? Mir schön einen wegfangen auf den Shetlands. Wissenschaftler glauben, dass das der Grund für das Verschwinden des größten Hais der Welt war. Also die Lappenhaftigkeit war das war der Grund fürs Verschwinden des Dons. Das wage ich zu bezweifeln. Und meine komplette Community steht hinter mir. Allerdings gibt es auch Theorien, dass es Megalodon immer noch gibt und er. Schön wär's. Den dunklen Tiefen des Ozeans haust. Mehrere australische Fischer haben behauptet, einen Hai unglaublicher Größe gesehen zu haben. Aber es gibt keine Besonders die fliegen fischen. Also, Fans der Theorie glauben, die Riesenhaie würden vor unseren Augen verborgen im Marianengraben leben. Im Marianengraben? An der tiefsten Stelle des Ozeans, im Vitjastief 1 auf 11.034 Metern. Na da. Das ist der tiefste Ort der Erde. Er ist tiefer, als würdest du den Mount Everest ins Wasser stecken. Mhm. Der mit 8.848 Metern oder je nach Schneebedeckung 52 Metern tatsächlich lächerlich verschwindend gering ist und nicht der größte Berg der Erde ist. Denn der ist, schreibt es mir in die Kommentare, der fängt mit M an und hört mit Auna Kea auf. 10.205. Und auch dort haben wir schon Zähne des Megalodon gefunden. Aber Forscher sagen, dass der Riesenhai aus mehreren Gründen nicht im Marianengraben leben könnte. Einerseits ist es zu kalt. Ja, 4 Grad sind wirklich kalt für einen Hai. Vermutlich war Megalodon ein wechselwarmer Fisch und auf die Wärme seiner Umgebung angewiesen. Doch im Marianengraben ist es nur lausige 4 Grad Celsius warm. So weit in die Tiefe reicht kein Sonnenstrahl. Der zweite Grund ist der Druck. Pro 10 Meter Tiefe steigt er um eine Atmosphäre. Das bedeutet, in 30 Metern Tiefe ist der Druck auf den Körper dreimal so groß wie an der Oberfläche. Ja, aber das macht dem Don gar nichts. Da lacht sich der Don kaputt. Die schwachen Muskeln und Knorpel des Megalodon. Schwachen Muskeln und Knorpel? Seit wann hatte der Don schwache Muskeln? Nein! Könnten den Bedingungen tief im Marianengraben nicht standhalten. Der entscheidende Punkt ist die Nahrung. Je weiter von der Oberfläche entfernt, desto weniger lebende Organismen gibt es. Megalodon ernährte sich einst. Das wage ich zu bezweifeln. Wir wissen nur nicht, wie viele Organismen es unten in der Tiefsee gibt. Und jeden Tag kriege ich Nachrichten geschickt oder E-Mails geschickt oder sehe in irgendwelchen Science-Zeitungen oder wo auch immer. Es ist wirklich, wirklich jeden Tag. Selbst auf Instagram, auf YouTube findest du jeden Tag Nachricht, neuer Fisch entdeckt, neue Kreatur im Tiefsee gefunden. Ich habe schon ein-, zweimal mit Tiefseeforschern zusammengearbeitet. Du kannst einen Greifer nach unten lassen, Van Veen-Greifer, holst eine Schlammprobe hoch aus 5000 Metern oder whatever, keine Ahnung. Oder eine Probe mit dem U-Boot und hast 150 neue Arten drin sitzen. Ne? Also das wage ich zu bezweifeln, dass es da unten weniger Spezies gibt. Ich wette, da unten lauern noch viel, viel mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können. Man kennt aktuell 1,5 Millionen Tierarten und es sind mindestens 20, sag ich. Prove me wrong, wenn ihr mir nicht glaubt. Ihr seid in der Beweispflicht da draußen. Primitiven Walen, die 3 bis 7 Meter lang waren. Im Marianengraben leben nur kleine Fische. Der Riesen. Das stimmt überhaupt nicht. Da leben auch große Fische. Guck doch mal richtig hin. Würde nicht einen einzigen erwischen. Und entsprechend seiner Größe tat Megalodon nichts anderes als fressen und. Ja, der hat besonders viele Clownfische gefressen. Nahrung suchen. Vergleichen wir das mit einem Menschen. Ein Durchschnittsmensch benötigt bei 80 Kilogramm Körpergewicht ca. 2000 Kilokalorien am Tag. Der Megalodon wog 470 mal so viel und benötigt dementsprechend mehr Kalorien. Mhm. Selbst alle Bewohner des Marianengrabens zusammen würden einen Megalodon nur ein paar Tage lang ernähren. So ein absoluter Quatsch!
Und er würde da unten auch nicht rumhängen, weil es da unten keine Wale gibt. Und er frisst nun mal gerne Wale. Diese Theorien sind also alle Humbug. Trotzdem kann es nicht schaden, auf der Hut zu sein, wenn du verstehst. Trotzdem kann es nicht schaden, klug zu sein, wenn du verstehst. Unfassbar. Was für ein Video. Sonnenseite. Drücke ich jetzt auf Gefällt mir? Ich weiß nicht genau. Vielleicht muss ich mir auch noch mal ein anderes Unser Video von Sonnenseite angucken. Das fand ich schon extrem cringe. Cringe, das ist der Weihnachten verbieten wollte. Ist das nicht der Typ?